Also wir gehen jetzt noch mal, nee, wir gehen jetzt in 11a rein. Ich hoffe, das funktioniert. Wir schauen jetzt gleich im Journal, ob das alles passt. Ich hoffe. Dann wird es ja interessant jetzt dann Richtung 12 Betten A. Das heißt, interessant wird 12 B, C und D. Das wird sehr interessant. Und dann kommen noch diese blöden Bilder und dann bin ich hoffentlich durch. Weil bei 14 bin ich ja eigentlich der Meinung, dass ich beides habe. Journal, ja. Die beiden sind ihr, also genau die beiden, wenn ich das richtig sehe. Genau, die, die wir nicht hatten, also sind wir auf dem richtigen Speicherstand. Das komische Ding liegt hier, ja, kennen wir jetzt mittlerweile. Das Ding hier zu. Nervt mich. So, jetzt Akte. Jetzt wird es interessant. Ich sollte jetzt. Ich hatte mir hier was aufgeschrieben. Ah, hier soll ich in 12b rein. Was in 11b soll ich rein, um 12b zu erreichen? Okay, dann machen wir mal eine andere Errungenschaft. Ich werde es ja sehen. Ich muss dann halt hier raus, um auf Steam zu schauen, ob ich es erreicht habe. Weil das war dieses. What was she called? Oder so. Oder what was her name? Oder so. Das werden wir jetzt tun erst. Ich hoffe, das kann ich einfach von hier aus schon auslösen. 7. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Kennen wir? Es wird auch Sie hat sicherlich so sein. Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Das ist einfach so. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Diese Schulkinder, Alter. Mutistisch, benommen, vollkommen Mein Handy unaufmerksam. ist Auf angegangen. Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich. Sie weigert sich, berührt zu werden. Sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich zwei Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. Zwei Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B, künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Ich hatte gerade überlegt, nämlich, warum wir bei dem anderen vielleicht bei 11b denn rein müssen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich sollte mir bei 12 nochmal genau aufschreiben, welches der 4 wir schon haben, welches wir erreichen wollen. Weil jetzt sind wir ja gerade. Aber gut, es hatte ja. Ich glaube, wir hatten bei 12a auch etwas, was wir, glaube ich, noch gar nicht vorher hatten. Wisst ihr, was ich meine gerade? Ja, ne? Also. Ich will jetzt die eine Errungenschaft kriegen. What was she called? So habe ich es aufgeschrieben. Ob das wirklich so stimmt, die Achievement, weiß ich nicht. What was her name, dachte ich. Aber ich habe geschrieben, what was she called? What was she called? Das kann nicht richtig sein, aber okay. Die Erinnerungen machen mir Angst, aber sie sind nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Wir hatten damals gewählt, von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Wir müssen, wenn wir das nächste Mal bei 11b, aber das machen wir dann, dann müssen wir sowieso was anderes nehmen. Jetzt nehmen wir, du bist deine Erinnerungen. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wir sind jetzt so eine Art Mutterrolle. 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin.
Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Hatten wir das schon? Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte das ihre Dienste anzubieten. Das hat man auf jeden Fall. Prostituierte? Ich? Nein, ich glaube wirklich nicht, dass ich je... Oder sind es meine Erinnerungen, die mich täuschen? Ja. Was könnte ich noch Schreckliches getan haben, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben? Die Ungewissheit, die Furcht vor meinen eigenen Handlungen, das gehörte zu dem, was mich am meisten quälte. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen, sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Ich hasse Untertitel. Ich meine, ich bin froh, dass ich jetzt eingestellt habe. Ich weiß, dass ich sie teilweise nicht verstehen konnte, aber ich hasse es, weil dann lese ich zum Teil immer wieder mit. Wir sind wieder die Mutterrolle. Der Zweck heiligt die Mittel, wenn es um Macht geht. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet Boah, wurde. Boah, da kriege ich immer noch die Krise, Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Ich kriege die Krise, wenn ich das höre und lese und keine Ahnung. So hat man. Das ist auch anders. Das, die Antworten, also das ist die Aussage und die Antworten sind komplett anders gerade. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Das war alles gut ausgedacht. Das war damals, also ich habe ja vorhin erst reingeschaut gehabt. Da war das ein Fremder im Park. Das kann nicht der Wahrheit entsprechen, das kann doch nicht wahr sein, oder? Und dann konnte man sagen, ja, sie haben, sie mussten das so sagen oder so. Wisst ihr, so irgendwie sowas. Oder ja, es war gelogen oder nein, irgendwie so. Aber das ist komplett falsch. Vielleicht geht es gar nicht um René, um die René jedenfalls. Das ist wieder so in die Richtung. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste ein paar Leerzeichen fehlen, sich absichern. Und wir sind wieder die Mutterrolle, in Anführungsstrichen. Warum denn verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart allen vollkommen egal. Und der Fremde im Park? Ich weiß nichts mehr. Eine andere Erfindung? Oder eine verdrängte Erinnerung? Oh Gott, mein Kopf. Das ist wieder gleich sogar interessanterweise. Das andere, das war zwischengesetzt. Das ist hier wieder gleich sogar. Das ist sogar gleich. Ich bin gerade irritiert. Beweise werden es von mir erfahren. Soll ich trotzdem wieder, das warst gar nicht du, das war wohl sie, die andere, nee, du weißt doch, dass sie solche Dinge tat. Die andere René, die, von der der Arzt spricht, die böse René, wegen der es ihr schlecht ging, ja. Die Hure, die ja. Delinquentin, ja. Die unruhige Geisteskranke, ja. Wie war noch ihr Name? Wie war noch ihr Name? 13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen, hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging,
und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Das hatten wir nicht. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen. Sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun kann. Das kennen wir schon auch wieder. Nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot. Am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Wow, das hatten wir alles noch gar nicht. Ich bin irritiert, aber das, dieser Dings, Briefwechsel unterbrochen. Genau deswegen wussten wir überhaupt nicht. Alter, wir haben... Okay, also die Elenden dieser Welt wurden hier reingekerkert. Was? Wurden hier eingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keinen Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war euch ruhig zu stellen. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? Ich hatte mir, wie gesagt, vorhin nur aufgeschrieben für dieses Archivment, ich soll nur C-Antworten wählen. Eigentlich 3, glaube ich, stand da irgendwie. Und dann halt Amara als, was war ihr Name? Aber dass hier noch was mehr kam, das wusste ich nicht. Aber darum bleiben wir, glaube ich, mal echt bei C trotzdem. Es ist fies, aber weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn dein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung. Auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig. Sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Das kennen wir. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Amara, das war ich? Das kann ich nicht glauben. Ich will weiter nach ihr suchen. Wenn ich Spuren ihrer Existenz finden würde, dann wäre alles ganz anders. Amara, das war ich? Das haben wir damals bestimmt nicht gesagt. Wir sind immer noch die beiden zugehörig. Wir sind noch 11. Ja, ist die Frage, auf was beziehen wir uns jetzt eigentlich? Halt, was ist mit den Kapiteln? Das wollte ich mir nochmal schnell anschauen. Das hatten wir. Ich wollte es aufschreiben. 12a. Die anderen Persönlichkeiten. 12c, C ist, es gibt keine anderen, nur mich. Und 12d, die anderen sind kleiner. Schmiererei hier. Also, und wir sind jetzt, wo wir auch uns immer gerade befinden. Achso, nochmal zurück zum Spiel. Dem und dem fühlen wir uns gerade zugehörig. 12a war das gleich große. Vielleicht, wenn wir Pech haben, kriegen wir das gleiche hier wieder. Wir gehen jetzt wieder in den Storage Raum, ne? Und danach wurden wir direkt teleportiert. Aber das hier, das wäre 12b. Das haben wir noch nicht gesehen. Was sagt sie denn? Wir können die Krankenakte im Archiv suchen, wo auch die Briefe der Mama lagen. Aber es ist krass, dieses Amara, das war ich, das hatte sie auch bei uns auch nicht gesagt. Ich will jetzt nicht schon wieder in das andere Kapitel zurückgehen, aber ich werde trotzdem mal in meinem Part gucken.
Ah, das war. Ja, sag mal, warum stoppe ich denn jetzt hier? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich muss doch jetzt darüber, oder nicht? Ja, 12, ja. Das ist immer noch so. Und wie kriegen wir das andere ausgelöst? Ach so, das andere. Ja, das habe ich ja aufgeschrieben. Also, nee, 12b habe ich mir aufgeschrieben. Es wäre interessant, wenn wir jetzt 12b auch erreichen. Ich muss gucken, was wir gleich als Achievements kriegen, wenn ich das Spiel beende. Amara B., 32 Jahre alt, Hausfrau, Mutter von zwei Kindern, verheiratet mit Mario B. Sie war nicht verheiratet, aber auf dem Foto, das ist sie. 3. Juni 1936. Gestern eingeliefert, war in Begleitung ihres Mannes, Anzeichen von Besserung. 10. Juni. Fröhlich, heiter, ruhig, verhält sich anständig, pflegt sich und ist ordentlich. Entlassen am 8. Juni 1936. 28. April 1937. Wird von ihrem Mann gebracht. Leidet an großer Nervenschwäche und Ängstlichkeit. Spricht mit Mühe. Zittert. Entlassen am 14. Mai 1937. 8. März 1938. Wenige Tage bevor René eingeliefert wurde. Sie war auch erst seit kurzem da. Hat sie jedenfalls gesagt. Gestern eingeliefert, fiebrig, äußerst unruhig, entlassen am 14. März 1938. Sie ist nicht weggegangen, nein, nicht nach so wenigen Tagen. 22. Juni 1939, erneute Einlieferung, wieder einmal sehr schnell Anzeichen der Besserung bei der Patientin. Entlassen am 2. Juli 1939. 1. August 1941, erneute Einlieferung aufgrund von großer Unruhe. Entlassen am 27. August 1941. Rein und wieder raus. Sie blieb immer eine kurze Zeit. In meiner Erinnerung ist sie immer bei mir. Ich verstehe das nicht. 4. März 1942. Noch hier, unveränderte Situation. 8. März 1942. Im Vergleich zu den vorherigen Einlieferungen erscheint die Patientin auch noch nach Tagen niedergeschlagen, obwohl Orientierung und Aufmerksamkeit in Ordnung sind. Entlassen am 25. März 1942. 2. April 1942. Die Patientin ist unaufmerksam, schweigsam, zeigt kein Interesse. Ihr Mann brachte sie unter folgender Begründung. Sie ist nicht, Herr Doktor. Sie schläft fast immer. Ich mache mir große Sorgen. Sie kennen sie und sie können ihr helfen. 6. April 1942. Tuberkulose. Patientin in das Gebäude Maragliano verlegt. Isolierstation. Gegen 8.30 Uhr an Tuberkulose verstorben. Amara soll tot sein. Meine geliebte Amara. Ich habe mich noch nicht einmal von ihr verabschieden können. Beiliegend ein Schreiben der Patientin. Wahrscheinlich im Delirium niedergeschrieben. Ich weiß, dass ich sterbe. Ich verliere so viel Blut, auch in mir. Eigenartig. Seit ich wieder hier bin, kann ich an nichts anderes denken als an dieses Mädchen. An ihre traurigen Augen, an ihre Verzweiflung. Ich habe sie nur kurze Zeit gesehen. Trotzdem ist etwas von ihr in meinem Herzen geblieben. Ist sie wohl noch hier? Hoffentlich nicht. Gott macht, dass es ihr besser geht. Dass ihre Mutter sie rausgeholt hat. In meiner Erinnerung ist es anders. Ergibt das irgendeinen Sinn? Täuscht mich meine Erinnerung? Die Dinge sind nicht wie in meiner Erinnerung, wie ich sie sehe. Aber sie hat immer gesagt, dass sie mich lieb hat. Wirklich, ich kann das nicht verstehen. Ich möchte mich nur von ihr verabschieden. Ein letztes Mal. Ich habe es ja nie tun können. Bitte lass uns jetzt nicht teleportieren. Doch, wir teleportieren uns, glaube Konnte ich. Je eine Seele in dieser Hölle überleben? Mein Wunsch, noch mal etwas zu fühlen, die Schmerzleidenschaft, ist groß. Noch einmal fühlen die Tränen über mein Gesicht rinnen, sich erinnern, wie es war zu leben. Da übrigens, das ist ihr Grab. Wir sollten das vielleicht mal, das zweite von links vielleicht mal anschauen. Das hatte ich damals nicht so ganz gecheckt. Wenn wir jetzt wieder am Friedhof stehen, dann bin ich falsch. Alles klar. Dann bin ich wieder in halt falsch, nochmal zurück.
Das wird mir jetzt gerade angezeigt. Aber es müsste eigentlich eher das hier sein. 12b. Also ich kann gucken, aber es ist, glaube ich, genau gleich. Ich kann ja mal schauen. Ich schaue gleich mal, was ich für Achievements jetzt freigeschaltet habe. Okay, Leute, jetzt wird's echt crazy. Dieses Achievement von wegen and what was she called, das heißt übrigens wirklich so, habe ich freigeschaltet. Und jetzt pass auf. Ich habe auch Kapitel 12d freigeschaltet. Und jetzt wartet. 9, 10, 11, 12. Wäre nicht D eigentlich das hier? Also wir hatten schon mal 12a freigeschaltet. Das hatte ich, glaube ich, als Achievement, soweit ich weiß. Das kann doch nicht D sein. Was ist, wenn ich jetzt hier reinlade? Machen wir jetzt einfach mal. Das ist doch 12b. Und davon habe ich aber kein Achievement. Ich habe 12d. Also irgendwie, irgendwas stimmt hier doch nicht. Weil das 12b habe ich mir aufgeschrieben, wie ich das auslösen kann. Und das sei anscheinend nämlich ganz anders. Und da dürfen wir eigentlich auch gar nicht am Friedhof starten. So wie jetzt gerade wir waren. Es ist crazy. Und wir starten genauso am Friedhof. Also das soll jetzt hier 12b sein. Wir sind das hier. Das ist 12b. Das ist doch nicht 12d. Also das ist das zweite auf jeden Fall. Wenn das d ist, ist es schön, aber das macht irgendwie keinen richtigen Sinn. Weil sonst heißt es immer a, b, a, b, a, b und dann ist es plötzlich a, d. Nee, also das gibt keinen Sinn, weil 12b soll auch ganz anders sein. Das soll auch gar nicht am Friedhof starten. Das machen wir nicht. Das machen wir so nicht. Wir gehen nochmal zurück. Oh Gott, das mache ich jetzt aber nochmal alleine, glaube ich. Ach so, ich soll ja auch von 12... Warte mal. 12... Das macht ja nur Sinn, wenn das von dem A auch rübergeht in das hier. Schaut, das ist ja genau das hier. Aber ich meine, wir sind damals von hier da hochgestiegen, was eigentlich auch keinen Sinn ergibt. Ich mache es nochmal genauso, wie wir es eben gemacht haben. Wir sind ja anscheinend dann in 12d. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Das mache ich jetzt nochmal. Ja, auch wenn ich es jetzt genauso machen wollte wie eben. Eigentlich. Habe ich jetzt Samara B's Sachen hier. Ich sollte eigentlich, hätte ich nur zu ihrem Tagebuch gehen sollen, um es genauso zu machen, wie wir es gerade gemacht haben. Aber ich bin jetzt trotzdem nochmal hier drin, weil ich habe gelesen, weil bei 12b sollte ich eigentlich auch die Sachen holen. Da sollte man eigentlich auch andere Antworten wählen, aber okay, what the fuck. Wahrscheinlich hätten wir es einfach damals in unserem Speicherstand, hätten wir ihre Sachen holen können. Hätten wir die denn vor ihrem Tagebuch geholt, weil danach wurden wir einfach nur teleportiert. Was liegt da eigentlich? Okay, jetzt haben wir es offenbar hingestellt. What the fuck? Amara, da ist sie. Sie existiert eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Ja, keine Ahnung, what the fuck. Aber die Schuhe sind auch sehr schön. Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Sie hat existiert, aber... Goddammit, seriously. Ah, jetzt verstehe ich. Amaras Tagebuch lesen. Es war bei 12b. Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Nicht die Akte. Man soll eigentlich nur das hier lesen. Und dann kommt man ein anderes. Egal. Wir schauen einfach mal. 12. März 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen?
Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen, die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut, hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin, sie hat gehofft, von hier weg zu können. Aber von hier kommt niemand weg. Sie kam doch immer weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch. Sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt. Es gibt so viele ordentliche Leute hier. Ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt. Sie wusste von dem Mann. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau, ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen. Ihre Freundin, die Krankenschwester. Ich erinnere mich irgendwie. Sie hat in dieser Abteilung gearbeitet. Das geht jetzt echt Richtung 12B, so wie ich es mir aufgeschrieben habe. Könnte man jetzt hier eigentlich auch das anklicken hier? Könnte man. Wir tun es aber nicht. Wir gehen jetzt Richtung 12b, auch wenn wir nicht die Antworten gewählt haben. Ich habe sie jetzt alle wie nur C und C und C und Amara. Wir sollten jetzt nämlich zu der... Ja, wahrscheinlich... Nicht hier, weil hier kommen die Dings auch her. Sie hat meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Bloß weg von hier und suchen wir diesen Pavillon. Hier war René allein. Sie war von Charlotte allein gelassen worden. René war ohne Charlotte nicht mehr in der Lage, mit anderen zu sprechen. Mama wusste das. Schön. Hier waren wir doch schon mal an dem Schrank. Maragliano ist Tuberkulose. Und wir rennen jetzt hier mit dieser Spieluhr rum. Ja, warum auch nicht hier? Ja. Aber der Friedhof auf der anderen Seite. Was ist mit diesem Padiglione Ferry eigentlich nochmal? Okay, also das ist jetzt eigentlich genauso... In der Art, wie ich es aufgeschrieben habe für 12b. Wahrscheinlich. Das sieht überhaupt nicht. Das hier und das sieht ein bisschen heller aus. 12b wäre das hier. Und das wäre 12c. Ja komm, laufen wir halt zu Maragliano. Das Spiel macht mich irre und vollkommen verwirrt. Ich wollte doch eigentlich... Ich habe mir doch jetzt eine schöne... Ja, das ist Charlotte. Charlotte ist noch da. Ich habe mir das doch... Ich muss schlafen. Klick, klick. Diese Spieluhr, das ist vollkommen irre. Wo gehe ich denn dann raus hier? Miau. Halt nicht Richtung Friedhof. Ich muss in die andere Richtung eigentlich gehen. Frank. Ja, ich lasse dich gleich raus, mein Schatz. Ja. Wir haben, wie gesagt, nicht die richtigen Antworten für 12... Was? 12b? Was? Achso, ich wollte gerade sagen, komm noch raus. Aber es ist genau hier... Wir können da lang, Maragliano. Genau die andere Seite zum Friedhof. Also der Weg ist jetzt wie bei 12b. What the fuck, Leute? Warum bleibe ich immer kurzzeitig stehen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß jetzt auch nicht, was passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt voll gespoilert habe. Ich habe einfach nur geschaut. Das ist ja hier immer noch Dingsbums, oder nicht? Das ist ja hier von der Küche und so. Ja. Ah, hier hätte ich einfach auch rausgehen können, ich verstehe. Ich verstehe. Kann ich mich diesmal gar nicht hinsetzen? Okay, ja, gut, da wieder raus. Aber ich habe 12D freigeschaltet. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich können wir gar nicht in das Labyrinth noch jetzt gehen, weil ich jetzt echt mal Ende machen muss. Wahrscheinlich müssen wir das nächste Mal machen. Was ist nochmal Ferry? Und was ist das hier? Nichts. Ich kann einfach nur drum rumlaufen. Ja, die Texturen bilden sich immer mal ab und zu. Das ist ja ganz schön. Okay, also jetzt sind wir auf jeden Fall ganz woanders. Hier waren wir noch nie. Das ist schon mal klar. Hier kommen wir nicht weiter. Das ist wahrscheinlich das Ferry, ja? Vielleicht gibt es dahingehend andere Spuren. Alter, was geht ab? Jetzt renne ich hier mit diesem, mit der Spieluhr rum. What the fuck? Ich bin voll irritiert. Ich habe Angst irgendwie. Wir sind irgendwie hier hinzugehörig. Mehr, finde ich, als... Wir sind eigentlich irgendwie gar nicht, aber das noch am meisten. Und das ist 12C, by the way. Also wenn man von A, B, C, D übereinander, untereinander ausgeht halt. Muss ich doch da vorne lang gehen. Sieht das richtig? Komme ich hier gar nicht lang? Allein daran sieht man schon, dass ich das nicht irgendwie mich selbst irgendwie gespoilert habe. Dass ich jetzt wieder zurücklaufen muss. Oh. Jetzt die Maus weg, okay. Was geht hier eigentlich ab? Was geht hier eigentlich ab? Was zum Teufel? Oh, die Maus ist im Flur und schreit darum, ist auch gut. Marigliano. Da muss ich rein. Was ist das hier? Ist das hier Ferry? Wow. Ist das der Leichenwagen, der am Friedhof stand? Wo komme ich denn hier jetzt lang? Ich muss jetzt hier nochmal rumlaufen, Leute. Es tut mir leid. Aber hier ist wahrscheinlich auch alles abgesperrt. Oder ist das dieses Paragliano? Also hier ist offenbar alles dicht. Vielleicht ist es auch das, wo wir am Ende uns befinden, in diesem Paragliano. Kann es sein? Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, da befinden wir uns am Ende. Also vor dem Ende, Ende. Ich mag die Geräusche nicht. Okay, ich gehe zu Marigliano mit der Spieluhr. What the fuck? Warum? Wieso? Weshalb? Warum kann ich nicht einfach wieder beim Friedhof sein? Sie war zu allen freundlich, auch zu mir. Immer wenn ich sie sah, habe ich mich ein wenig besser gefühlt. Die Kinder, die sie verbrennen. Die Kinder haben mit ihr gelacht und gespielt.
Tuberkulose. Aber sie dürften mir keine Angst machen. Ihr dürft René nicht stören. Sie ist eine Prinzessin. Das wisst ihr doch, oder? Sie erzählte Geschichten und sagte etwas von einem Krieg da draußen. Der war auch da. Und ich bekam Angst. Am Abend würden sie kommen und mich suchen. Niemand hätte mich beschützt. Du auch nicht, Charlotte, oder? Oh mein Gott. Ich würde ja gerne noch mal zum Haus, aber jetzt müssen wir zum Friedhof. Jetzt sind wir erst in Kapitel 12. Was? Frames? Ich würde gerne noch zu dem Maragliano-Haus, aber wir rennen jetzt... dem Auto hinterher. Angespannt. Kann ich mal ganz kurz gucken, bitte? Wir fühlen uns einfach zu nichts zugehörig. Ist in Ordnung. Oh, das Auto. Halt. Nein. Ich weiß ja, wie es zum Friedhof geht. Die Frames stürzen dauernd zusammen. Es kann auch daran liegen, dass meine Platte fast voll ist. Das wäre ein Problem. Das sollte ich eigentlich mal abchecken. Wenn es jetzt öfter passiert, dann muss ich echt mal gucken. Ich habe sie gestern eigentlich aufgeräumt. Auto, warte. Amara. Bist du durch eine geschlossene Tür gefahren, oder? Schnell, ich sehe es noch. Also, ja, ich lasse dich gleich raus. Fuck. Ein Spiel, was man schon durchgespielt hat. Wie kann einem das so... Da ist es lang gefahren. Aber wir wissen eine Abkürzung. Wir kennen eine Abkürzung. Oh, es lädt. Okay. Wer weiß, wo wir uns jetzt befinden. Ob wir uns in 12b befinden, auch wenn ich andere Antworten gewählt habe, oder... eigentlich 12D freigeschaltet gehabt. Gut. Ja, die Antworten habe ich gleich gewählt. Ich habe nur Amaras Stuff eigentlich ausgepackt. Ja, das Einzige, was ich geändert habe. Ich wollte eigentlich zu dem Maragliano noch mal gehen. Wo ist denn jetzt dieses Bild? Wo ist jetzt der Friedhof? Ich laufe jetzt einmal hier runter. Warum kann ich da nicht lang gehen? Unsichtbare Absperrung, toll. Da ist er. What? Ein Penis? Also das mit dem See hatten wir aber auch anders. Die Erinnerung, würde ich sagen. Ich glaube, wir laufen jetzt endlich mal hier richtig. Schon mal aufgefallen? Auto, bist du schon hier? Ich habe die super Abkürzung gehabt. Das Tor müsste jetzt eigentlich offen. Nee, es ist... Das Auto schon drin? Das Auto schon drin. Sollte ich dem Auto überhaupt folgen? Jetzt sag nicht, ich bin jetzt schon wieder genau gleich wie... Wenn ich jetzt bei Kapitel gucke... Jetzt ist auch 12D hier. Sind wir jetzt vielleicht in 12D? Man weiß es nicht.
Sieht man da irgendwas? Da renne ich mit der Dings rum. Das muss eigentlich genau das sein, was wir jetzt gerade haben. Also auf jeden Fall nicht 12b, so wie es mir gesagt wurde. Und wir haben auch noch nicht hier, in diesem Spielstand haben wir nicht gesehen, wie sie hier vergraben wurde im zweiten Grab. Und hier war auch nicht zu, oder? War hier zu? Vielleicht sehen wir jetzt irgendwas Neues. Sie muss ja auch irgendwas sagen. Bei H sagt sie nichts, help-mäßig. Charlotte saß hier auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall saß hier Charlotte.